So, nachdem ich mal nach meinem Urlaub den ersten Teil des Wutachradweges vom Winterberg bis mir nach Hause gefahren bin, habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich heute ein bisschen weiter, schön an der Ruhr entlang und nutze das schöne, leicht bewölkte, schön warme, herbstliche Wetter aus. So, die ersten 10 Kilometer habe ich mir hinter mir. Jetzt verlasse ich sozusagen das heimliche Gefilde. Bis hierhin war ich schon mal mit dem Fahrrad. Da hinten liegt Öventrop. Hinter dem Berg bin ich hergekommen. Da oben verläuft die Autobahn. Hier haben wir die Ruhr, an der ich entlang fahre. Und da haben wir die Gleise für den Rückweg. Nächstes Ziel ist Arnsberg. Und dann schön weiter entlang. Gucken, wie es weiterläuft, wenn das Wetter so bleibt. Jetzt eine schöne Tour hoffentlich. So, Hälfte der Tour hätte ich geschafft. Gerade ein kleines Päuschen gemacht. Also bei Hochwasser stehe ich gerade. Würde ich gerade mitten im Fluss stehen. Da sieht man die Kante der Ruhr. Sowas habe ich beim ersten Teil von Winterweg bis hier nach Hause vermisst. So, der zweite Teil ist definitiv schöner und besser zu fahren. Man fährt auch am Fluss entlang. Macht viel mehr Spaß. So, Tagesziel erreicht. Laut GPS Uhr 44 Kilometer, laut Fahrradtacho 47 Kilometer. Akku zur Hälfte leer, also 47 Kilometer gemacht. 50 Kilometer könnte ich noch im Sparmodus, im Powermodus. Wären es bei 100% wären es noch 20 Kilometer. Theoretisch könnte ich noch nach Schwerdorf oder Hagen weiterfahren, aber denke mir, das hebe ich mir für morgen oder für die nächste Zeit auf. Denn das läuft ja nicht weg. So, jetzt warte ich auf den Zug in Wickede, der in 15, knapp 30 Minuten kommen sollte. Und dann geht's nach Hause. Ich muss sagen, es war eine tolle Tour. Viel schönere Etappe von Freinol bis Wickede als von Winterweg bis nach Freinol. Denn man fährt ziemlich viel an der Straße entlang. An der Ruhr entlang. Schöne Fahrradwege, gut ausgebaut. Schotter Wespe, tschüss. Wo bin ich stehen geblieben? Shit.
Genau, wenig Schotterwege auf dieser Etappe, viel asphaltierte Straße. Straßenabschnitte hielten sich in Grenzen. Also ich bin echt überrascht, was für eine Landschaft hinter Ansberg, Neheim und da hinten liegt, was man eigentlich so vom Auto sehen gar nicht kennt. Also ich kann die Tour echt nur jedem empfehlen.